Willkommen, mein Name ist Bachi und vor ein paar Wochen war ich zu Besuch bei Tenere Plants. Ich war eingeladen, um mein Aquarium für die Interzoo einzurichten. Das kommt dann im nächsten Video, also abonniert gerne den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und in diesem Video gibt es eine kleine Tour durch die Gewächshäuser, so ein bisschen hinter die Kulissen, wie es so in einer Aquariumpflanzengärtnerei so ausschaut und abläuft. Ich habe ein bisschen was mitgefilmt, also ich hoffe, dass das spannend ist für euch. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß dort gemacht und war richtig cool und richtig interessant. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Also es gibt einmal das Gewächshausklima und dann gibt es noch so extra Klimazelte. Da sind gewisse Pflanzen drunter, also die was ein bisschen feuchter brauchen. Da ist dann noch eine Beregnungsanlage, zum Beispiel Moose, die ganzen Aufsetzerpflanzen, also Anubias, Buzifalandras und auch viele Farne. Dann neben den Topfpflanzen und den In-vitro-Pflanzen ist auch ein großer Teil die Koabpflanzen, also Aufsetzerpflanzen wie Anubias, Buzifalandras, Farne und Moos. Auf Wurzeln, Steine oder Dekor wie Kokosnusshöhlen oder Tonamporen aufgebunden. Und die Dekorpflanzen brauchen auf jeden Fall das Klimazelt, damit sich die auch richtig festwurzeln können und auch festwachsen können. Der Großteil der Topfpflanzen ist Eigenproduktion und ein paar wenige davon werden mit Samen vermehrt, also so wie Hygrophila costata, Alterna reinecki und Lobelia cardinalis. Und die werden aus so ganz kleinen Samen großgezogen und das mit den Samen funktioniert echt nur bei wenig Pflanzen. Aber die meisten Pflanzen werden als in vitro gezüchtet und dann in Töpfe eingesetzt und dann Emias in Gewächshaus großgezüchtet. Und dann halt Emias verkauft, so wie es wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und es war echt sehr spannend, so viele Pflanzen auf einmal zu sehen. Also auf einen so einen Tisch passen so 4000 Töpfe Pflanzen. Die In-vitro-Pflanzen sind in einem extra Raum, der ist gekühlt und beleuchtet. Und die kommen von einem Labor. In den Bechern ist auch immer noch ganz wenig von der Pflanze drinnen. Und das wächst dann in ein paar Wochen voll. Dann ist der In-vitro-Becher fertig und kann gelabelt und verkauft werden. Und dann hier in der Versandstraße werden die Bestellungen verpackt und zu den Händlern geschickt. So wie zum Beispiel zu Liquid Nature. Hallo Leute. Wir machen gerade ein Produkt-Fotoshooting. Und zwar unser Topseller, die Anubias Barteri Nana Bonsai. Bekommt ein richtig cooles Foto und zwar möchte ich einen hier so auf Houdini machen und die Pflanze zum Schweben bringen. Natürlich bin ich kein Houdini, aber ich weiß mir zu helfen. Und zwar nehmen wir so einen kleinen Stick und den stecken wir quasi von unten ins Töpfchen rein. Dann suche ich mir hier irgendwo so eine Helferleinpflanze, die ich jetzt nicht kaputt machen möchte, aber einfach in die Steinwolle gesteckt, so. Jetzt schwebt das Ganze und jetzt muss ich nur mit meinen Händen quasi den hier machen, aus dem richtigen Kamerawinkel und dann ein zweites Foto machen ohne meine Hände und ohne diesen Stick. Ich lege die beiden Fotos übereinander und mit ein bisschen Photoshop hat man dann eine schwebende Pflanze und das Ergebnis könnt ihr gleich sehen. Das war's jetzt mit der Tour. Das war am ersten Tag. Im nächsten Video geht es dann darum, wie ich das Aquarium einrichte. Das war dann am Tag 2 und Tag 3. Da richte ich ein 90p für die Interzoo ein. Also auch richtig interessant. Da könnt ihr auch gerne auf den Kanal von Tenere Plants vorbeischauen. Da wird auch auf jeden Fall noch ein Video kommen. Und es sind auch schon einige Videos auf dem Kanal online. Also schaut da gerne vorbei. Und dann gibt es noch ein Video, wo der Juris ein Aquarium einrichtet, einen Cube. Also das wird auch sehr interessant. Also könnt ihr euch schon freuen auf die nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.